Wir werden gemeinsam eine Stunde verbringen mit dem Best-of deutscher Vermittler mit der Frage, was machen die besten Vermittler anders als andere? Und um hier einen weiten Schwung zu nehmen im Sinne von, was unterscheidet wirklich die Top-Vermittler Deutschlands vom Rest, vom Durchschnitt, von den Pareto 80-20? Ich meine, das ist in der Vermittlerlandschaft sogar eher 95-5, möchte ich heute insgesamt fünf Themensegmente durchgeben, fünf Themensegmente einmal erläutern, wo nach unseren Erfahrungen die besten Vermittler ganz, ganz weit vorn sind. Und das sind fünf wahrscheinlich sehr auf den ersten Blick unspektakuläre Themen im Sinne von, Mensch, irgendwie mache ich doch das auch ganz gut. Aber die Top-Vermittler im deutschen Markt machen das, was ich Ihnen gleich beschreiben möchte, eben nicht nur ganz gut, sie machen das wirklich exzellent. Und ich bitte alle Teilnehmer, alle, die jetzt in der Plattform sich eingewählt haben, um ein Höchstmaß an selektiver Wahrnehmung. Selektiver Wahrnehmung im Sinne von genau überlegen, was von all den Inhalten passt auf mich. Nicht alles wird auf jeden Einzelnen passen, weil die Gegebenheiten sehr unterschiedlich sind. Nach 20 Jahren tun im deutschen Markt der Assekuranz und Finanzdienstleistung, es gibt, glaube ich, kaum eine Branche, wo das Leben so bunt ist, wo die Vertriebswege so verschieden sind, wo die Unternehmensgrößen so verschieden sind, wo die Zielgruppen so unterschiedlich sind und natürlich auch die Art der Strategie so komplex verschieden sich darstellt. Deswegen möchte ich mit Ihnen gemeinsam einen Querschnitt durch das Best of Deutscher Vermittler in 2011 vornehmen. Wir beziehen uns da zum einen auf den Award Unternehmer als. Ein Bild davon sehen Sie ja gerade in der Präsentation schon angezeigt. Und zum anderen auch aus der gerade erfolgten Bewerbungsphase im Award Jungmakler des Jahres, den wir erstmals im Oktober diesen Jahres auf der DKM in Dortmund verleihen. Ganz wichtig ist, unsere Analysen sind jeweils Vertriebswege neutral. Das heißt, gleich in welchem Vertriebsweg ich arbeite, habe ich die Möglichkeit, sehr, sehr professionell meinen Vermittlerbetrieb zu strukturieren. Und um gleich zu Beginn einmal einen großen Schwung zu nehmen im Sinne von, was führt die besten Vermittler wirklich aufs Treppchen, möchte ich dich einmal bitten, lieber Che, mal schalt doch mal die Abstimmung 4 ein. In der Abstimmung 4 geht es darum, wie unterteilen Sie Ihre Kunden?